Hi. Dass ich mal so einfach in den Genuss kommen kann, Schabernack zu treiben. Oder sagt man Fabernack? Naja, auf jeden Fall, irgendjemand hat scheinbar mich bei WhatsApp einer Gruppe hinzugefügt, wo ich, weiß Gott, schon seit einiger Zeit nicht mehr zugehören würde. Und zwar bin ich jetzt in der WhatsApp-Gruppe der Klasse 3a. Und da dachte ich, Mensch, wenn die so freundlich sind und dich dahin einladen und vielleicht deinen Ratschlag haben, dann hau doch mal direkt einen raus. Habe ich gemacht. Hab gerade erst mal gepostet, dass morgen keine Schule wäre. Das ist schon wahr. Aber wenn ihm eine würdige Person die Sache vorstellen würde, wie viel Volk dadurch Not leidet, dann würde er vielleicht auch nachgeben. Bitten werde ich ihn nicht, rief Boryna schneidend. An die 20 Kätner sitzen im Dorf und warten auf Arbeit, wie auf Gottes Erbarmen. Ihr wisst es selber, welche es sind. Der Winter ist schwer, der Schnee, die Fröste. Manch einem sind schon die Kartoffeln erfroren. Und kein Verdienst. Ehe der Frühling da ist, wird eine solche Not kommen, dass man schon gar nicht mehr daran denken mag. Jetzt schon ist die Not so groß, dass manch einer nur einmal am Tag was Warmes in den Magen kriegt und hungrig sich schlafen legen muss. Sie haben allesamt darauf gerechnet, dass, wenn der Gutsherr in der Wolfskuhle fällen ließe, es für jeden Arbeit geben würde. Und da soll er sich plötzlich zugeschworen haben, dass er nicht einen aus Lipsche zur Arbeit nimmt. Er ist wohl deshalb wütend geworden, weil sie eine Klage an den Kommissar gegen ihn geschrieben haben. Ich habe sie selbst mit unterschrieben und werde fest dabei bleiben, dass es nicht ein Fichtlein fällt, bis er sich mit uns geeinigt hat und das zurückgibt, was unser ist. Wenn es so ist, dann werden sie den Wald nicht fällen, unseren nicht. Was aber soll aus diesen armen Leuten werden? Was, seufzte Rochus, ich kann ihnen nicht helfen. Damit sie was zu arbeiten haben, kann ich doch nicht mein Eigen fortgeben. Andere soll ich beschützen, für andere mich einsetzen und nur Unrecht geschieht, dann wird mir wohl ein Hund helfen. Ich sehe daraus, dass ihr es mit dem Gutshof haltet. Ich halte mit mir und mit der Gerechtigkeit. Merkt es euch. Ich habe anderes im Kopf. Da kann ich auch nicht weinen, wenn da Wojtek oder Bartek nichts ins Maul zu stecken haben. Das ist dem Pfarrer seine Sache und nicht meine. Ein Einzelner könnte mit allen nicht fertig werden, wenn er selbst wollte. Aber er kann viel helfen, sehr viel, warf Rochus wieder traurig ein. Versucht mal Wasser mit einem Sieb zu tragen. Da werdet ihr sehen, was ihr zusammenholt. So ist es auch mit der Armut. Das ist wohl schon so eine Einrichtung Gottes. So scheint es mir. Bleibt es auch, dass der eine was hat und der andere den Wind auf dem Felde nachjagt. Rochus schüttelte den Kopf und ging bekümmert davon, denn er hatte nicht eine solche Härte gegen die Not der Mitmenschen bei Borynas vermutet. Der Alte gleitete ihn in den Heckenweg und, wie das alltäglich tat, ging er durchs Gehöft, um zu den Kühen und Pferden einzusehen, denn es war schon spät. Jagner machte die Betten und klopfte gerade die eine Feldfederdecke zurecht, halblaut das Gebet vor sich hin murmelnd, als Matthäus hereintrat und ihr ein beschneites Kleidungsstück vor die Füße warf. »Die Schürzen verlierst du. Ich habe sie beim Zaunüberstieg gefunden«, sagte er leise und so hart und sah sie dabei so durchdringend an, dass sie vor Entsetzen erstarrte und erst nach einer ganzen Weile mit einer kläglichen Stimme sich zu rechtfertigen versuchte. »Das ist doch dieser Vauper, was er nur kann«, schleppte er aus dem Haus. »Gestern hat er mir die Holzstiefel in seine Hundehütte geschleppt. Einen Aas von Hund, was der einen Schaden macht.« »Der Vauper?« »Sieh, na, murmelte er höhnisch, denn er glaubte er nicht das Mindeste davon. Am Tage der heiligen drei Könige, der in diesem Jahr gerade auf einen Montag fiel, zog das Volk, bevor noch der Abendgottesdienst zu Ende war, denn es klang noch Gesang und Orgelspiel von der Kirche herüber, bedächtigen Schrittes zur Schenke, da zum ersten Mal nach der Adventszeit
und nach Weihnachten Tanzmusik sein sollte und außerdem auch die Verlobung der Malgoschka Klemp mit Wiezek Socha bevorstand. Dieser Socha, obgleich er sich ebenso schrieb wie der verstorbene Jakob, leugnete jegliche Verwandtschaft mit ihm, da er ein schlechter Mensch war und sich auf ein paar Morgen mächtig und viel einbildete. Man sagte auch, dass Stacho Ploschka, der schon seit der Kartoffelernte der schultheißen Tochter Uljischa den Hof machte, heute auch gewiss die Angelegenheit mit Schnaps begießen und mit den Alten alles in Ordnung bringen würde. Dieser war ihm nicht gewogen und versagte ihm die Tochter, da Stacho ein mächtiger Draufgänger sei und ein unbezwingbarer Sausewind war und mit seinen Eltern immerzu in Streit lag. Er wollte auch zu der Uljischa noch ganze 4 Morgen oder 2000 Rubel Auszahlung in bar haben und 2 Kuhschwänze obendrein. Auch der Schulze feierte heute Taufe, aber zu Hause. Trotzdem rechneten viele seinen Bekannten, dass er, wenn er sich einen angetrunken hätte, nicht mehr zu Hause bleiben würde und mit der ganzen Kumpanei in die Schenke käme. Und spendieren würde er dann auch. Außer diesen Lockmitteln gab es noch größere, wichtigere Angelegenheiten, die im gleichen Maße alle beschäftigten. Denn es war so geschehen, dass man während des Hochamts von Leuten aus anderen Dörfern in Erfahrung gebracht hatte, der Gutsherr hätte, was er an Menschen für den Schlag brauchte, schon verdingt, und die Handgelder wären schon gegeben. Aus Rutka sollen 10 gehen, 15 aus Mudlica und 8 aus Dimbika. Und von den kleineren, kleinartigen Dörfern, derer von Rischapetski nahe an die 20, aus Lipca aber keiner. Die Tatsache war also klar und sicher, denn auch der Förster selbst, der zum Hochamt da war, hatte es bestätigt. Nicht klein war denn auch die Sorge, die sich auf die Ärmeren legte, und nicht leicht. Gewiss gab es in Lipce Reiche genug, die den ganzen Mund voll nehmen konnten und noch mehr, und auch selbst geringeren Volk, das sich nichts aus Nebenverdiensten machte. Aber es waren auch solche da, denen die Armut zum Fenster herausschrie, obgleich sie das nicht gerne wahrhaben wollten, um die Freundschaft mit den Reichen nicht zu verlieren und stets mit ihnen auf gleich und gleich zu gehen. Es fehlte außerdem nicht bei den Kätnern und an solchen, die nur ihre Hütten hatten, die alle mit dem Dreschen bei den Hofbauern oder an der Sägemühle mit der Axt ihr Geld verdienten und wo sich nur Arbeit fand, dabei waren. Die konnten sich sowieso kaum so viel zusammenkratzen, dass sie mit Gottes Hilfe durchkamen, und es blieben immer noch etwa 5 Familien, für die es im Winter völlig an Arbeit fehlte, und gerade diese warteten wie die auf die Erlösung, auf die Arbeit im Schlag. Und was jetzt anfangen? Der Winter war hart, nur wenige hatten vorrätiges Geld und manchen war schon nicht die Kartoffeln ausgegangen. Not herrschte in den Hütten und der Hunger grinste zur Tür hinein. Bis zum Frühling war es noch weit und von nirgendwo Hilfe. Kein Wunder, dass schwere Besorgnis auf die Seelen fiel. Sie hielten sich in den Häusern Versammlung ab, überlegten hin und her, bis sie schließlich in einem großen Haufen zu Klemm kamen, dass er sich zum Pfarrer führen möchte, um dort Rat zu holen. Aber Klemm redete sich mit der Verlobungsfeier seiner Tochter heraus. Auch die anderen Hofbauern drehten sich wie Aale, denn es war ihnen nur um sich selbst zu tun, und ihre Berechnung hatten sie auch dabei. Darüber wurde der Bartek von der Sägemühle ganz erzürnt. Denn obgleich er selbst Arbeit genug hatte, hatte er es doch mit dem armen Volk. Er nahm sich noch den Philipp von jenseits des Weihers hinzu, Stacho, den Schwiegersohn von Bülitscher, und den Bartek, Konsukosiol, und Walek mit dem schiefen Maul, und alle gingen zu Hochwürden mit der Bitte, sich beim Gutsherrn für das arme Volk zu verwenden. Sie kamen noch lange nicht wieder zum Vorschein. Erst nach der Vesper kam Ambrosius zu den Kobusbauern angelaufen und erzählte, dass sie sich mit dem Pfarrer berieten und später gleich in die Schenke kämen. Inzwischen war es Abend geworden, die letzten Gluten brannten aus und glühten nur noch hier und da im Westen auf. Wie in grauer Asche verlöschende Scheite, und langsam hüllte sich die Welt in das bläuliche, eiskalte Leinentuch der Nacht ein. Der Mond war noch nicht zu sehen,
Aber von den trockenen, frostumfangenen Schneemassen kamen kalte, eisige Scheine, in denen jedwedes Ding aussah, als hätte es ein Totenhemd um und wäre schon gestorben. Nun fingen auch die Sterne an, sich über den dunklen Himmel auszustreuen, und sie wuchsen und funkelten so in jenen Weiten und leuchteten so lebhaft, dass ein Gleißen über das Schneeland ging. Auch der Frost nahm mächtig zu und solche böse Kälte entstand, dass es in den Ohren summte und selbst der leiseste Laut in die Weite hinausflog.